Partie SG Wattenscheid 09 gegen Borussia Mönchengladbach U23. Das Ergebnis ist 2:3. Wir blicken auf eine ereignisreiche zweite Hälfte, in der Dennis Lerche in der 64. Minute das 1:0 macht, in der 66. Minute Philipp Beckhoff das 1:1, in der 78. Minute Michel Lieder das 2:1:2 und in der 83. Minute Dennis Lerche abermals zum 2:2 ausgleicht. Und in der Nachspielzeit trifft Obujan Büyü Kaslan zum Endstand. Die Partie verfolgten 579 Zuschauer. Ja, ich begrüße recht herzlich, also ich lese eben noch die Endergebnisse der Spiele vor. Oberhausen gegen Kahn 1:0, Münster gegen Lippstadt 3:0, Wuppertal gegen Köln 2:2, Strahlen gegen Aalen 2:1, Düren gegen Schalke 2:2. Ja, Herr Polanski, das Wort liegt bei Ihnen, Nico Hamela. Ihre Worte zum Spiel. Hallo erstmal. Also ich finde es erstmal bewundernswert, dass du mit dem Bier hier sitzt. Finde ich top. Unser Sponsor. Ja, finde ich top. Sollte so beibehalten werden. Ja, wir sind erstmal richtig bewegt, weil wir natürlich drei Punkte geholt haben. Das ist auch das, was ich der Mannschaft vor dem Spiel gesagt habe, dass wenn wir heute drei Punkte gemacht haben, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Sonst sind wir eher auf Spielkontrolle und guten Fußball bedacht. Das war heute auch des Platzes nicht wirklich möglich. Dementsprechend hat mich die erste Halbzeit ein bisschen gewundert, dass die Mannschaft ihrerseits so den, ja, ich sag mal, mutigeren Fußballstil ausgeführt hat oder versucht hat auszuführen. Die Schlagzahl war halt leider Gottes nicht so hoch, dass wir wirklich zur Aktion in der ersten Halbzeit kamen und das habe ich ja moniert in der Halbzeit. Dementsprechend diese ereignisreiche zweite Halbzeit, wo wir dann am Ende ja, vielleicht ein bisschen glücklicher Sieger waren, aber dann doch vielleicht aufgrund der Qualität, die wir dann haben, auch verdient. Ja, vielen Dank. Christian, deine Worte zum Spiel? Ja, ich finde, das Spiel hatte heute mehrere Knackpunkte. Knackpunkt 1 war das Halbzeitergebnis von 0:0. Eigentlich hätten wir da schon mit 2 Toren Unterschied führen können, / müssen. Das ist uns nicht gelungen. Dann war klar, dass in der zweiten Halbzeit das Spiel etwas anders aussehen wird. Wir gehen dann auch endlich mal in Führung. Dann kommt der nächste Knackpunkt. Schon da hätte es eine gelb-rote Karte für den Achter von Gladbach an der Mittellinie geben müssen. Das war ein klares taktisches Foul. Er hatte schon gelb. Für mich zwingend gelb-rot. Wird so nicht gegeben. Das Spiel läuft weiter. Dann fällt das 1:1. Das Spiel wird wild. Gladbach geht mit 2:1 in Führung und wie man es von uns kennt, gehen wir nicht auf, kommen wieder, machen das 2:2, haben dann auch wirklich noch die ein oder andere Chance und ja, dann in einem wilden Angriff von uns setzt Gladbach den tödlichen Konter zum 3:2 und da muss ich meinem Vorredner recht geben, in dieser Szene hat man die Qualität von Gladbach 2 gesehen. Vorher, muss ich sagen, habe ich über 88 Minuten eine sehr, sehr hohe Qualität von Wattenscheid 09 gesehen. Es hat leider wieder nicht gereicht. Ich finde, wir müssen konstatieren, das, was die Mannschaft heute gegeben hat, das, was der Verein heute gegeben hat, das, was wir als Staff heute gegeben haben, das war das Maximum. Das ist das, was wir alle zusammen leisten können. Und wenn das dann nicht reicht, dann muss man das anerkennen. Und von daher bin ich super, super traurig für die Jungs und auch fühlt sich das gerade wirklich nicht gut an. Aber die Leistung, die die Mannschaft heute gebracht hat, wer da wirklich was Negatives findet, da bin ich drauf gespannt. Ich muss wirklich sagen, das, was die Jungs heute auf den Platz gebracht haben, aller Ehren wert. Wir haben nur Punkte, das ist scheiße, das tut mir leid für alle, ist aber nicht zu ändern. Danke. Ja, danke dir, Christian. Ich schaue mal in die Runde, gibt es Fragen? Ja. Also wir haben heute mit der Doppelspitze Knabe und Schorcher gespielt. Vielleicht einfach eine Bewertung dazu, wie hat das funktioniert? Oder was war so der Hintergedanke da? Also zu dieser Entscheidung mit der Doppelspitze zu spielen? Ja, wir wussten ja die ganze Woche, wie der Platz aussieht, haben uns für eine sehr körperliche Doppelspitze entschieden, wollten dementsprechend auch wirklich
über zweite Bälle gefährlich werden. Ich finde, das hat gut geklappt. Wir haben direkt in der zweiten Minute einen Pfostenschuss durch Lerche nach Kopfverlängerung von Roscher. Von daher ist der Plan auf diesem Geläuf gar nicht abwegig gewesen und das war mit dem Kriterium, heute Körperlichkeit auf diesen Platz zu bringen. Dann ist das auch eine Option für die nächsten Spiele? Da bitte ich um Nachsicht, dass ich so weit jetzt nicht bin. Jetzt gilt es erstmal, die Wunden zu lecken, dieses Spiel zu analysieren, auch zu analysieren. Ist vielleicht das ein oder andere schiefgelaufen, was hätten wir ändern können? Und wenn wir das alles abgearbeitet haben, kümmern wir uns um Strahl, aber da können Sie sich sicher sein, das wird ganz, ganz schnell geschehen. Jeffrey Balcherek hat heute sein Startelf-Comeback gegeben nach seiner Verletzung. Fällt eine Bewertung zu seiner Leistung heute? 1A-Sternchen. Okay. Man sieht, dass die Art und Weise, die Jeff an den Tag bringt, dieses Körperliche, dieses Motivierende, dieses Mitreißende, dass das der Mannschaft und uns allen wirklich gut tut. Von daher ist das jetzt nochmal ein bisschen ausgeführt. Also für ein Comeback nach so einer langen Zeit war es wirklich mehr als gut. Die Niederlage war natürlich jetzt bitter heute, aber jetzt für die nächsten Spiele gegen Strand und Köln extrem wichtig jetzt im Abschiedskampf. Macht die Leistung, die ja schon extrem gut war, dann trotzdem Hoffnung für diese engen Duelle? Wissen Sie, wir haben gegen Bochum schon eine gute Leistung geboten, haben gegen Aachen eine sehr gute Leistung geboten, haben da heute dran angeknüpft und wir haben aus diesen Spielen 0 Punkte geholt. Was bewundernswert ist, dass die Jungs in der Lage sind, bis zum nächsten Spieltag immer wieder daran zu glauben. Ich finde, das hat man heute gesehen. Von der ersten Sekunde an waren sie in der Lage, dieses Spiel auf Augenhöhe zu gestalten. Und das müssen wir bis nächste Woche wieder hinkriegen. Und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass mit der Art und Weise, die Jungs haben, uns das gelingen wird, dann nächste Woche wieder erneut anzugreifen. Und nochmal, solange solche Leistungen zu sehen sind, gibt es keinen Grund aufzuhören. Gut, dann wünsche ich allen heute eine gute Heimfahrt. Eins muss ich noch nachtragen, wir haben 579 Zuschauer heute, wahrscheinlich auch ein bisschen dem Derby geschuldet. Insofern danke für alle, die da waren. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder, auch hier im Pasternak-Stübchen. Insofern, ciao. Thank you.